Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind mit der Ernteschüssel im Garten. Ich habe schon zwei Zwiebeln und ein bisschen Schnittlauch in meiner Ernteschüssel. Und jetzt geht es noch um das Mairübchen. So, dann gucken wir mal. Dann holen wir uns doch mal ein paar Mairübchen raus. Und das ist so richtig schön die Größe, die wir brauchen. Die Blätter werden auch verwertet, nur die dürren Blätter bleiben hier. Oh, da ist auch noch eine schöne große, die nehmen wir noch mit. Dürre Blätter bleiben hier, gleich als Mulch im Beet. Ja, eine fünfte könnten wir noch mitnehmen. Dann machen wir das auch. So, die Erde gleich hier lassen. Und das dürre Zeug auch. So, dann haben wir fünf kleine Mairübchen, zwei Zwiebeln und ein bisschen Schnittlauch. Und damit geht es jetzt ab in die Küche. Wir sind jetzt zurück in der Küche und ich habe hier einen Teil der Mairübchen schon geschnitten und die letzte machen wir zusammen. Einmal den Deckel runter. Das schneide ich gleich noch aus und dann schälen wir den dünnen. Und ihr seht, hier neben der Schüssel liegt noch das Grünzeug, weil ja, daraus gibt es noch ein zweites leckeres Gericht, weil das kann man komplett essen, das Grünzeug. Und das ist zu schade für den Kompost. Okay, dann schneiden wir das Mairübchen einmal in der Mitte durch. Und dann werden gerade ja, so 0,5 cm dicke Scheibchen geschnitten. Und im Übrigen schmeckt Mairübchen auch im Salat geraspelt wunderbar. Und die enthaltenen Senföle super gesund. Gerade für Menschen, die mit Magen-Darm-Problemen haben, ist das ein super Gemüse. Also so eine Mischung aus ja, Radieschen, Kohlrabi. Also ich mag es unheimlich gerne, deswegen pflanze ich es auch an. Was ich hier noch vorbereitet habe, ist ein kleines bisschen Zwiebel, ein paar Schnittlauchröllchen und hier habe ich einen Teelöffel von meinem selbstgemachten Gemüsebrühpulver. Und ja, jetzt, der nächste Schritt ist erstmal die hier zu kochen. Und zwar in einem Sud aus der Gemüsebrühe und ein bisschen Salz. Und dafür holen wir jetzt erstmal ein bisschen Wasser. Dann schalten wir den schon an. Dann kommt mein Gemüsebrühpulver rein. Wer das noch nicht kennt, wir verlinken es euch unten, das Video, wo wir das hergestellt haben. Und ein bisschen Salz. So, dann darf das erstmal anfangen zu kochen. Und wenn das soweit ist, sehen wir uns wieder. So, unsere Gemüsebrühe ist am Köcheln und jetzt gebe ich die Mairübchen rein und lasse die so 8 bis 10 Minuten leicht köcheln. Mein Gemüse hat sich am Rand gesammelt, wieder mit ins Wasser und Deckel wieder drauf. Und wenn sie gar gezogen sind, gieße ich sie ab. Aber wichtig, die Kochflüssigkeit, die müssen wir auffangen, die brauchen wir noch. So, 8 Minuten sind rum, mir sind sie jetzt weich genug. Das heißt, ich gieße das Ganze jetzt ab. Und da wir die Kochflüssigkeit brauchen, danke Simon, ab durch Sieb und die Flüssigkeit wird noch benötigt. Alles schön rausholen und auch den Rand sauber machen, damit da nichts anbrennt gleich, wenn wir weiter daran arbeiten. Weil die Körnchen hier, das sind ja die kleinen Gemüsestücke aus unserer selbstgemachten Gemüsebrühe, die dürfen ruhig mit drin bleiben. So, dann Topf wieder zurück auf die Platte. Dann machen wir ein bisschen Butter rein. Die genauen Mengenangaben habt ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. So. Dann habe ich hier eine kleine gehackte Zwiebel. Klassische Mehlschwitze gehört sie zwar nicht dran, aber sie gibt für mich mehr Geschmack und Zwiebeln sind gesund. Deswegen haue ich da auch immer noch ein bisschen was an Zwiebeln mit dran. So. Dann die gehackte Zwiebel zu der Butter. Und die lassen wir jetzt schön schwitzen. Die soll groß keine Farbe bekommen, soll aber garen. Okay, jetzt fangen die Zwiebeln wunderbar an zu duften. Sie haben keine Farbe, aber wenn nur so Butter-Zwiebelgeruch hochkommt, dann ist es Zeit, das Mehl mit reinzugeben. Und dann rösten wir das kurz mit an. Auch hier bitte farblos. Machen wir einen Butterklumpen draus. Kurz schwitzen lassen. Und dann nehmen wir uns hier die Gemüsebrühe, in der die Mairübchen gekocht haben.
und gießen das Schluck für Schluck an. Immer schön rühren, die Klümpchen rausschaffe. Und dann kommt so viel von der Brühe da rein, bis die Konsistenz so ist, dass es einem selbst gefällt. Der eine mag die Soße ein bisschen dicker, der andere mag sie gerne ein bisschen dünnflüssiger. Und das dann gleich nach eigenem Geschmack. Und ihr wisst ja, eine Mehlschwitze muss immer ein paar Minütchen köcheln, damit der Mehlgeschmack verschwindet. Und das machen wir natürlich ohne Schnittlauch und ohne das Gemüse da drin, weil das soll ja nur noch mal kurz heiß ziehen. Und Schnittlauch mitkochen, nö, einfach zum Schluss mit rein. Das heißt, jetzt einfach ein paar Minuten kochen lassen, zwischendrin dann auch mal probieren, um gegebenenfalls noch mit Salz und Pfeffer abzuschmecken. Pfeffer haben wir noch gar keinen dran. Machen wir ein bisschen rein. Und mit dem Salz hat mir schon gereicht. Ich werde ja eventuell noch ein bisschen Brühe auffüllen. Und dann werde ich zum Schluss noch mal wegen Salz abschmecken. Und ich bin ein absoluter Soßenfan, also ich brauche da kein Fleisch dazu. Ein paar Salzkartoffeln und dann die Mairübchen mit ordentlich Soße. Deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Soße als für die paar Mairübchen da in dem Sieb. Aber wie gesagt, ich liebe das. Zur Verfeinerung kommt bei mir immer noch ein kleiner Schuss Rahm mit rein. Keine Verpflichtung, aber ja, fettes Geschmacksträger. Ich kann es brauchen, deswegen kommt da auch noch ein Schuss Sahne mit rein. So, noch einmal final abschmecken, bevor das Gemüse reinkommt. Lecker. Ich brauche kein Salz mehr. Die Platte schon mal ein bisschen klein stellen. Das Werkzeug ändern. Und dann machen wir jetzt die Mairübchen in die Soße. Und auch hier schön die kleinen Gemüsestücke aus unserer selbstgemachten Gemüsebrühe. Die dürfen auch alle schön mit rein. So. Okay, dann nur unterheben. Nochmal kurz mit aufkochen lassen, dass die nochmal ein bisschen Temperatur bekommen. Und dann zum Schluss ein bisschen was kommt noch mit auf den Teller nachher, aber das meiste gebe ich jetzt schon rein. Und einmal kurz unterrühren. Für alle, die genauso gerne Soße mögen wie ich, also ich würde mir das jetzt so auf den Teller kippen. Ansonsten mit einem Schaumlöffel, wer nicht ganz so viel Soße mag, dass man mehr Gemüse und weniger Soße hat. Aber wie gesagt, ich bin Soßenfan und das geht bei mir komplett so auf den Teller. Und dann kommen nachher noch ein paar Salzkartoffeln dazu und dann bin ich glücklich. So, fürs Auge oben drauf noch mal ein bisschen was an Schnittlauch. Haben sie nicht umsonst geerntet und geschnitten. So. Und fertig ist das Gemüse mit Mairübchen. Richtig lecker, wer es noch nicht kennt, die gibt es im Moment auch zu kaufen auf den Wochenmärkten. Bei Rewe habe ich sie auch schon gesehen. Was richtig Leckeres und vor allem auch Gesundes. Viele B-Vitamine, Senföle, richtig gut für uns. So, und jetzt haben wir ja die Rübchen verarbeitet und haben noch die Stiele übrig. Und damit kochen wir jetzt auch noch was. Los geht's. So, das Gemüse haben wir gemacht und jetzt habe ich hier die Stiele, wie ihr seht, so ja, ein halbe Zentimeter dick geschnitten. Auch ein bisschen was von dem Grünzeug, so im Mengeverhältnis her 1:1 mit Kartoffeln. Die sind auch schon geschält und grob geschnitten. Dann habe ich hier noch zwei Kochwürste, die Gemüsebrühe, die wir vom Gemüse übrig haben. Ja, so 50 Gramm Dörrfleisch, also ja, geräucherten Speck klein geschnitten und hier eine schöne große Zwiebel geschnitten und in der Pfanne habe ich jetzt schon ein bisschen Öl am Erhitzen und da kommt jetzt als erstes das Dörrfleisch rein. Und dann geben wir auch gleich die Zwiebeln mit dazu und lassen das schön kräftig anbraten. Das darf jetzt auch Farbe nehmen. Für alle im Übrigen, die unser Gemüsebrühpulver noch nicht kennen, das Video verlinken wir in der Videobeschreibung. Super einfach und super vielseitig einsetzbar und wieder ein Produkt, wo wir nicht die fertigen Gläschen kaufen müssen. So, in den Topf packen wir die Kartoffeln. Die Stiele und ein Teil vom Grünzeug von den Mairübchen. Im Übrigen, das Ganze nennt sich im Westfalen und auch in Norddeutschland Stielmus.
Da wird nur die Stängel und tatsächlich das Blattgrün gegessen. Und das ist das Gleiche, nur dass die Mairübchen dichter ausgesät werden, sodass sie keine Knollen bilden, um nur die Stiele zu ernten. Aber wie gesagt, es ist das Gleiche wie die Mairübchen auch. Und wer dann Mairübchen vielleicht zu dicht ausgesät und nicht vereinzelt hat und dann keine großen Knollen hat, auch die Stiele und das Blattgrün kann man wunderbar verwerten in dem Gericht. Und das Blattgrün übrigens auch richtig lecker mit in den Salat rein. So, hier geben wir jetzt die Gemüsebrühe drauf, sodass es ja eigentlich bedeckt ist. Das bisschen reicht nimmer, dann holen wir noch ein bisschen Wasser. Wobei, ich brauche das nicht ganz bedeckt. Mal gucken, wie viel wir jetzt drin haben. Ja, reicht. Also fast bedeckt. Jetzt habe ich natürlich noch Wasser. Dann muss ich natürlich auch noch ein bisschen von meinem Gemüsebrühpulver nehmen, weil sonst habe ich ja keinen Geschmack da drin. Nur Wasser ist blöd. So, dann machen wir hier den Deckel drauf und das Ganze müsst ihr jetzt 20 Minuten köcheln, aber nach 10 Minuten werden die Kochwürste noch reingepackt. Wenn das Blattgrün von den Mairübchen schon zu alt ist, wenn die zu groß sind, dann bitte umso weniger von dem Grün, mehr von den Stielen und dann vielleicht auch das untere Ende der Stiele nicht, weil sie dann zu holzig werden. Wenn ich zu viel Blattgrün reinmache, kann es bitter werden. Also am besten mal das Blattgrün probieren. Habe ich zu viel Bitterstoffe, möglichst wenig Blattgrün. Ich habe es probiert, meins ist nicht bitter, deswegen ist auch ein bisschen mehr mit drin. So, die Platte mache ich schon aus, die zieht ja noch ein bisschen nach. So, dann warten wir mal, bis das Ganze kocht und dann sehen wir uns wieder. So, wie ihr seht, kocht das Ganze und ihr seht auch, die Flüssigkeit bedeckt das Ganze gerade so. Das muss jetzt natürlich die Kartoffel und so weiter gar werden, aber an der Stelle lege ich jetzt schon mal die zwei Mettwürste hier oben mit rein. Die dürfen schon ein bisschen Geschmack abgeben und weich werden und erhitzt werden. Und das Ganze darf jetzt noch weiter köcheln, so 15 bis 20 Minuten ohne Deckel, damit ein bisschen was von der Gemüsebrühe verdampft und das Ganze nachher nicht zu flüssig wird. Ja, in 20 Minuten sehen wir uns wieder. So, die Garzeit von gut 20 Minuten ist gleich rum. Jetzt hole ich mir mal die Mettwürstchen raus. Na, geh her. Der zweite noch hinterher. Dann schnappe ich mir die Mettwürste und schneide die jetzt in dünne Scheibchen, weil die kommen dann später so mit rein. Ihr merkt, ich habe jetzt noch gar nicht mit Salz und Pfeffer gewürzt. Wir haben ja das Dörrfleisch und wir haben hier die Mettwürstchen, die geben ja Geschmack ab. Das heißt, salzen werde ich erst, wenn nachher alles zusammen im Topf ist, erst probieren und dann vielleicht nochmal mit Salz abschmecken. Weil das wird sonst schnell zu salzig, weil man hat hier in der Brühe ein bisschen Salz, im Dörrfleisch und hier in der Wurst. Und ja, dann sollte man vorsichtig sein mit dem Salz. So, jetzt nehmen wir uns mal ein Stück Kartoffel, gucken mal, ob das soweit gar ist. Ja, ich schnappe mir hier so einen Stampfer. Wichtig jetzt an der Stelle, bei mir ist ziemlich viel von der Kochflüssigkeit jetzt verdampft. Wenn ich das jetzt stampfe und habe noch zu viel Brühe drin, wird mir das sehr flüssig. Also gegebenenfalls noch ein bisschen von der Brühe abkippen, wer da nicht geübt ist, um dann später Schluck für Schluck die Brühe zuzumachen. Ich weiß, hier bei meinem Füllstand, das langt mir. Das gibt bei mir jetzt ein grobe Brei. Die Kartoffeln stampfe ich jetzt hier mit so einem Kartoffelstampfer ein bisschen klein. Soll ja eintopfmäßig auch sein. Ganz fein brauchen sie nicht, aber so das Gebrapsch auf dem Teller, ich liebe es. Und im Übrigen, wir sind hier schon ein klasse Teamwork, ne? Simon und ich, wir drehen ja die meiste Zeit zusammen und in den Drehpausen, ich spüle ab, Simon trocknet ab, mittlerweile weiß er auch, wo alles weggeräumt wird. So, dann kommt an der Stelle der Inhalt der Pfanne, sprich die Zwiebeln und das Dörrfleisch mit in den Topf, die geschnittenen Kochwürste. Und dann heißt es nur alles miteinander verrühren. Und schon habe ich aus einem Bund Mairübchen einmal ein Gemüse. Da gibt es dann heute Abend bei uns eine Frikadelle dazu für meinen Mann. Ich brauche nur das Gemüse. Und den Stielmus-Eintopf, da nimmt der Simon was mit. Und die Marie kommt heute noch, sodass ich dann für alle was gekocht habe.
Was ich definitiv noch an meinen Stiel muss, genauso wie beim Grünkohl mache, ist ein Löffel Senf. Aber das ist Geschmackssache. Für mich ist es Muss. Aber da tickt ja nicht jeder gleich. Deswegen optional noch einen ordentlichen Teelöffel Senf mit reinrühren. Und dann einmal abschmecken, ob noch Salz und Pfeffer dran muss. Ja, beides noch. Ein bisschen Salz und auch Pfeffer. Ihr seht, von der Flüssigkeit her war das ideal. Aber wer da nicht geübt ist, am besten über ein Sieb abgießen und dann im Topf stampfen und Stück für Stück die Brühe dazu, bevor es am Ende zu flüssig wird. Dann schauen wir mal. Wir nehmen das gleiche Werkzeug. Und schon haben wir wieder das ganze Gemüse samt Blättern und Stielen verarbeitet und das zu was richtig Schmackhaftem. Im Übrigen funktioniert das Gericht genauso auch mit Kohlrabi-Stängeln und Blättern. Man muss nur aufpassen, dass man unten vielleicht die holzigen Stücke ein Stück abschneidet, oben drüber die zarteren Stiele nimmt, aber das ist genauso auch mit Kohlrabi-Blättern machbar. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns natürlich wie immer freuen über einen Daumen hoch, einen Kommentar und klar auch ein Abo. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal.